Der typische Tante-Emma-Laden von früher hatte einfach alles, was man im Alltag unbedingt brauchte. Lebensmittel, Drogerieartikel und ein bisschen Putzzeug. Mit dem Siegeszug der Supermarktketten begann dann das große Sterben der kleinen Läden. Viele Menschen, die auf dem Land wohnten, brauchten auf einmal ein Auto, um überhaupt was einkaufen zu können. Im thüringischen Alten Gottern, einer 1200-Seelen-Gemeinde, gibt es allerdings seit 2 Jahren wieder ein Lebensmittelgeschäft. Eines, das sogar 24 Stunden an 7 Tagen in der Woche, also immer, auf hat. Künstliche Intelligenz macht es möglich. André Berthold hat sich für seine Mittendrin-Reportage den digitalen Tante-Emma-Laden angeschaut. Nur mit Chipkarte kommt man rein. Im Dorfladen von Alten Gottern ist nichts, wie man es kennt. Hier, mitten im Nirgendwo, wird mit künstlicher Intelligenz und einem automatisierten Warenwirtschaftssystem gearbeitet. Dagegen gibt es keine Verkäuferin. Der Tante-Emma-Laden der Zukunft. 24 Stunden täglich geöffnet. Wie das alles funktioniert, erklärt mir Gründer und Entwickler Peter John. Sie haben ja eine Karte vorgehalten, damit die Tür aufgeht und einen PIN eingegeben, wenn ich das richtig gesehen habe. Das heißt, man muss sich hier vorher registrieren oder wie funktioniert das System? Genau, Sie müssen sich als Kunde registrieren. Da müssen Sie quasi Ihre Daten hinterlegen, sodass wir auch wissen, wer Sie sind. Beim Einkaufen wird jeder Schritt der Käufer und jedes Produkt von 40 Kameras erfasst. Über sie läuft sowohl der Diebstahlschutz als auch die Warenbestellung. Das funktioniert sogar bei den frischen Brötchen vom Bäcker. Der Bäcker hat auch Zugriff auf unser Kamerasystem, wo der auch dann schauen kann, wenn die Brötchen alle wären, dass er das dann neu bestückt. Das Angebot im Laden reicht vom Shampoo über Obst bis hin zu Wurst vom Fleischer aus der Region. Wir versuchen so viele wie mögliche regionale Anbieter hier mit zu integrieren. Aber das Grundsortiment mit 1200 Produkten ist unser Standardsortiment. Bei den Dorfbewohnern, die ich bei meinem Einkauf treffe, kommt der Laden trotz Kameraüberwachung gut an. Man kann sonntags noch mal her, wenn mal Butter fehlt oder eine Milch oder so. Also ist eigentlich gut angenommen worden. Wir finden es gut, wir sind auch öfters hier. Verbessert das so ein bisschen die Lebensqualität im Dorf? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auch war man ein bisschen skeptisch, aber doch ist richtig gut. Bevor der Hightech-Tante-Emma-Laden eröffnet wurde, gab es über 10 Jahre lang keine Möglichkeit, Lebensmittel im Dorf zu kaufen. Inzwischen haben sich fast alle der 1200 Bewohner registriert. Vor allem die Senioren und die Schichtarbeiter kaufen hier regelmäßig ein. Ich muss meine Einkäufe jetzt noch einscannen und mit der EC-Karte bezahlen. Und was würde denn passieren, wenn ich jetzt nicht bezahlt hätte? Ja, dann wird unser Sicherheitssystem aktiviert. Wir machen ja jede Stunde eine Inventur, also wissen wir genau, was im Markt ist. Und wenn da was fehlt, haben wir ja eine Differenz. Und dann wissen wir natürlich, wer dann im Markt war in dieser Stunde. Und dann würden sie von uns tatsächlich Post erhalten. Und zwar, wo ein USB-Stick ist, wo ein Videobeweis drin ist und 200 Euro Geldstrafe. Hinter dem Projekt steht keine große Supermarktkette, sondern 8 Unternehmer aus der Region. Darunter ein Stahlbauer und ein Experte für künstliche Intelligenz. Ihr Ziel? Mehr Lebensqualität für die Menschen auf dem Land. Ganze 8 Jahre lang haben sie getüftelt, bis im Laden alles reibungslos funktionierte. Mit ihrer Idee haben sie eine Nische entdeckt. Also wir brauchen mindestens 500 Einwohner im Ort. Ja. Ab dann ist es für uns auch wirtschaftlich. Und wir gehen so ca. bis 2500 Einwohner in die Orte, wo die Nahversorgung nicht gesichert ist. Ab dieser Grenze von 2500 Einwohnern sind die größeren Player dann im Spiel, wo wir uns eigentlich auch gar nicht drauf einlassen wollen. Wir haben unsere Kernkompetenz in den kleinen Orten. Und die wollen sie weiter nutzen. In den nächsten Wochen sollen in 6 Thüringer Dörfern weitere Tante-Emma-Läden der Zukunft öffnen.